Was hast du da? Wackelzahn. Zeig mal nochmal. Nicht mehr lange, Gott sei Dank. Bald kämpft der Papa, freust du dich? Was? Guckst von zu Hause aus zu, ne? Bismillah. Rein damit oder wie? Viel Spaß. Tschüss, komm her. Ist zu kalt, komm her. Komm. Ist doch gut. Ist doch alles in Ordnung. Was hast du denn? Die Mama kommt doch. Ist doch gut. Was hast du denn? Eine der letzten Einheiten. Eine, ja. Eine von drei. Dann haben wir es geschafft. Noch ein paar Tage bis zum Kampf. Wie ist die Gefühlslage? Gut, ich freue mich auf jeden Fall. Der härteste Part ist ja fast rum. Was hast du geplant nach dem Kampf? Ja, nach dem Kampf sind ja Ferien. Dann fliegen wir in Urlaub. Relax wie immer eigentlich. Bisschen mehr ums Business, um die Geschäfte kümmern. Good morning. Good morning, how are you? Good, and you, my friend? Thank you very much, I'm good. How are you? How are you, my best friend from Iran? Very honored, thank you. Yeah. Hey, soon is Christmas. No, hey, English, yeah? Brother, soon is Christmas, brother, you know? I expect a big present from this nice guy from when Iran. When do I get present? Oh, you get also, my brother. You hey. Your present is to be friends with us, brother. Yeah. Oh, wow. This is the biggest present. Yes. Of course, brother. Yes, brother. Yes. Bescheiden wie immer. Immer bescheiden. Ah, immer. Wo habt ihr den Kroaten gelassen? Den haben wir ins Auto verbracht. Echt? And also before the fight, like last night. Halt, pass. Ich hole gerne. Was ich habe gesagt, vier. Sparring bis jetzt? Okay, einfach die Runden halten, Kondition oben halten. Heute Abend nochmal eine Einheit Laufintervalle, Donnerstag wieder hier Sparring, Samstag letzte Sparring mit Öl. Dann haben wir es geschafft, so ist der Plan. Ich wollte schon immer bei Christian im Block drin sein. Das war schon immer mein Ziel gewesen. Ja, schau, der Arm schneidet, lass ich raus. Überlege ich mich wieder. Robert Johnson, ready. Hey, du bist so traurig, du bist. Komm, du hast Hunger. Wie war der Tag bis jetzt zu dir? Stressig. Wirklich. Wer ist wieder eingeschlafen? Nur auf dem Weg zur Schule den Maxim abholen? Wer ist eingeschlafen? Wieder nur die 5 Minuten darunter? Ja. Du. Ja, das ist auch für dich zu früh morgens mit der Schule, mit dem Aufstehen, gell? Schön, wenn das Kind erwachsener wird und man mehr mit dem Kind im Austausch sein kann, mehr von dem versteht, was man kommuniziert, ne? Das stimmt, aber beide könnten jetzt so stehen bleiben vom Alter, ja. Gell? Weil du bist so süß, wie du alles nachbrabbelst und dein Bruder auch. Heute Morgen sagt er auf einmal schon wieder einen Wackelzahn. Das langt jetzt, beide sollen so bleiben. Tschüss, Mose. Papa, Kussi. Du Süße. Was haben wir gemacht? Kurz gegessen, wir haben einen straffen Zeitplan. Wir gehen jetzt noch schnell eine Uhr kaufen.
Und dann zum zweiten Training. Auf. Auf geht. Kommt nichts raus. Ja, ist jetzt nervös mit Kamera. Der Jonas gibt heute eine Uhr aus. Für die ganzen Schwarzwaschmittel, die wir haben. Für mich? Ja. Ach so, schade für dich. Training, was ich mit ihm durchgestanden habe, weißt du? Ja. Und das ist der beste Verkäufer, Frankfurt. Nummer 1. Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet, überall. Rhein-Main auch? Ja, Rhein-Main auch. Bist du doch krank? Nein, warst du krank. Es ist ja nicht nur, dass ich im Training immer gepusht habe und alles drum und dran. Wir hatten auch, wie soll ich sagen, auf psychischer Ebene habe ich ihn wieder so aufgepäppelt, weißt du? Deswegen. Man muss sagen, das ist ja auch keine Kleinigkeit, wenn jemand einen beim Training unterstützt. Das ist schon eine ehrwürdige Sache, ne? Also physisch und mental, wirklich hat er mich ist also oft gefordert. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Deswegen heute ist eine kleine Geste. Eine kleine Geste. Und, ja. Wie läuft trainingstechnisch aktuell? Sehr gut, in Topform. Du siehst auch gut aus. Ja, ich gebe mir Mühe. Was sind so aktuell Leistungswerte, die du vorweisen kannst, mit denen du beeindrucken kannst? Snatch, alles, erzähl mal. Fangen wir an mit Deadlift. Was denkst du, wenn es auf hart kommt, wie viel könntest 200. Du einmal? 200. Ja. Alter, das ist schon mal gut. Und der ist groß, ne? Kniebeuge? 170. 170 einmal, das ist auch solide. Ja. Das haben wir auch schon, also ich, da kann ich auch bezeugen, das hat er gemacht, ja. Bist du nicht eitel genug zu sagen, wie alt du bist? 51. Das ist krass, das ist schon eine brutale Leistung, ne? Ja, manche Leute schaffen das nicht mal mit 21. 20. Sieht man ja, ihr seid schon jung gehalten. Und das alles nur dank den Ratschlägen von Ecki. Na klar. Größtenteils, ja. Ist halt mein Mentor. Ja. Ja. Wir sind jetzt auch Ding, öffentliche Verkehrsmittel. Hast du auch Ticket gelöst? Ja, hier vorne, warte. Der hinfährt, ne? Zweite Einheit. Jawohl. Bisschen Intervalltraining. So viele Kämpfe schon und immer noch nicht satt. Solange der Körper es mitmacht, machen wir das. Auch außerhalb vom Ring, so viele Kämpfe schon. Kein Kommentar. Nein. Haben wir schon den einen oder anderen gehabt, ja. Intervalltraining magst du am liebsten, oder? Ja. Kampfsimulation, ne? Pause, Gas, Pause, Gas. Du musst ja eintanken. Denkst du jetzt nach dem Wettkampf, wirst du den Trainingsfokus ein bisschen umlagern? Vielleicht ein bisschen auf Aufbau, vielleicht ein bisschen mehr Bodybuilding oder Krafttraining? Erstmal, ja, nicht Bodybuilding, aber wieder mein Crossfit. Einfach fit zu bleiben, ne? Mhm. Mehr Crossfit, mehr Kniebeuge. So wieder die Beine stark machen. Ja. Weißt du, was auch sehr interessant ist? Viele Leute haben gesagt, dass sie noch nie gesehen haben, dass jemand in sein T-Shirt schnauft. Nee. Wo hast du das gelernt? Beim Boxen. Echt? Hat früher so ein deutscher Boxer gemacht. Aber manchmal, wenn du Rotz hast, wo willst du es hin tun? In die Handschuhe ist er noch ekelhafter. In letzter Zeit hat man dich nicht so frequent hier in den Vlogs präsent gesehen. Yes. Was hat das Leben so für dich in den letzten Wochen offenbart? Ja, die letzten Wochen waren ein bisschen anstrengend. Ich habe meinen zweiten Laden eröffnet und dementsprechend jeder, der weiß, wie so eine Baustelle oder ein Umzug ist, die letzten Wochen ziehen dann nochmal den Rest Energie. Deswegen war ich nicht so präsent vor der Kamera. Mhm. Bist du am 15.10. auch dabei? Vermutlich ja, ne? Vermutlich? Nein, ja. Das ist ja eine Pflichtveranstaltung. Bist du da? Ja. Geil. Mhm. Was findest du eigentlich interessant und spannend dabei, wenn du dir einen Kampf anguckst? Also generell finde ich Kampfsport super interessant anzuschauen, weil es einfach sehr strategisch ist. Mhm. Also je nachdem, was für eine Art von Kampfsport, aber generell muss man sagen, es ist schon sehr viel, was im Kopf passiert, super strategisch und sportlich auch. Ne? Ich glaube, jeder, der mal eins vor die Mütze gekriegt hat und dann weiter klar denken muss, der weiß, dass es gar nicht so ohne ist. Ja, also und gerade beim MMA kommen so viele Faktoren zueinander. Ich finde es interessant, Sport an sich finde ich eh interessant und ich finde es eigentlich ein sehr zuschauerfreundlicher Sport, wenn man jetzt nicht denkt, oh Gott, die schlagen sich. Du hast ja bestimmt auch in den letzten Wochen ein paar vor die Mütze bekommen, weil du ja auch regelmäßig Boxtraining betreibst. Mhm. Wie ist da so der Fortschritt? Leider bin ich die letzten Wochen stehen geblieben, weil ich durch die letzten Züge meiner Eröffnung nicht mehr regelmäßig boxen gehen konnte. Mhm. Aber ja, als ich das erste Mal eine von die Nase gekriegt habe, sind mir auch kurz die Tränen gekullert. Also das ist dann doch ein Schockmoment.
auf Protein zuvor sichern? Gerade in meiner Vorbereitungsphase, 2 Trainingseinheiten, ist für jeden Athleten oder Profisportler sehr, sehr wichtig, die Proteinzufuhr. Ja, wer viel trainiert und das Maximum aus seinem Training haben möchte, muss natürlich auf die Proteinzufuhr Acht nehmen. Mit dem Designer Whey von ASN habt ihr das bestschmeckendste und bestverkaufteste Protein Deutschlands. Mit dem Rabattcode Eckerlin gibt es bis zum 12.10. auf alle Artikel 20%. So Leute, ich muss jetzt ins Stadion. Einen wichtigen Auftritt. Was, Maskottchen? Chili da. Ja, komm, zieh ich mich gleich um. Ja, 2 schöne Trainingseinheiten. Ja, geht Schlag auf Schlag weiter. Auf geht's.